Hey yo zusammen und herzlich willkommen zu Let's Play Sins of a Solar Empire. Habe ich ja mal gesagt, dass ich das Spiel, dass ich mir überlege, das Spiel zu spielen und euch zu zeigen. Und genau das werde ich jetzt machen. Ich werde jetzt einfach mal ein Spiel starten. Und ihr seht schon, also es gibt bei dem Spiel keine Kampagne. Aber 1000 Millionen, also wirklich unglaublich viele Karten. Unglaublich viele Karten. Ich spiele jetzt ganz normal Zufallsspiel. So ein bisschen Age of Empires mäßig. Und hier kann man halt auch noch sehr viel einstellen. Flottengröße, Piraten, normaler Start, schneller Start, Gruppen, Siegoptionen und, und. Ich mache jetzt alles mal auf Standard. Und dann gucken wir uns mal an, wie das Spiel bei euch ankommt. Es ist ein Weltraumspiel. Weltraumaufbau, Strategie, Simulation, so in der Richtung. Weniger Simulation. Also Simulation wirklich nicht. So, die Gegner lassen wir alles zufällig. Also man kann hier halt wirklich einstellen, ich kann euch das mal zeigen. Der Gegner kann leicht sein, normal, schwer, listig, gemein, boshaft. Also ganz schön viele verschiedene Schwierigkeitsstufen. Und ja, er kann auch aggressiv, defensiv, forschend oder ökonomisch sein. Da gibt es also sehr viele Möglichkeiten, wie die KI spielt. Und das spiegelt sich dann auch mit dem Schwierigkeitsgrad sehr schön wieder. Und ich wollte jetzt mal einfach nur mal anspielen und euch zeigen, wie das Spiel so funktioniert, was es so gibt. Deswegen nichts allzu Großes. Zwei Spieler, jeder gegen jeden. Und ich wähle jetzt mein Volk. Ich werde euch das nicht alles vorlesen. Wenn euch das interessiert, dann seid ihr dazu angehalten, das Video kurz zu stoppen. Und ich werde früher oder später, also wenn, ich lade das heute hoch. Heute. Wirklich heute. Und ihr seht das dann. Und dann gebe ich euch eine Woche Zeit, darüber mal abzustimmen. Einfach in die Kommentare schreiben, yo oder no. Einfach damit ich weiß, schaut das überhaupt jemand. Ich meine, ich könnte jetzt 10 Folgen spielen und jetzt einen Klick sehen. Aber stressfreier für mich und schöner für euch vermutlich ist einfach, wenn ihr sagt, ja, das taugt euch oder eigentlich ist das totaler Mist, was ich da spiele. Also das fällt euch gar nicht. Das muss ich halt wissen, damit ich weiß, ja, lohnt sich das oder nicht. Ich hätte da richtig Bock drauf. Das Schöne ist halt, es ist ein Strategiespiel, ja, aber es ist relativ ruhig. Man hat allerdings dauernd was zu tun. Die Musik ist schön, es ist stimmig, mir macht Spaß und es ist lang nicht so stressig wie StarCraft oder jetzt Herr der Ringe mit diesem... Ich hätte halt das Spiel genommen, einfach für zum Chillen. Wirklich einfach nur auf dem Kanal, bumm, chillen. Vielleicht einmal eine Stunde in der Woche oder ich weiß noch nicht, wie ich es mache, keine Ahnung, wo ich vor mich hinzocken kann. Ohne Stress oder irgendwelche Challenges oder was weiß ich. Einfach nur so zum Zocken. Und ich nehme jetzt hier die Vasari. Die sind irgendwie sehr kriegsgeil, denke ich mal. Über den Forastra-Titan. Ah ja, der Titan, das ist so ein Superkampfschiff. Schlachtschiff, genau. Schiffe verschlingen, also ziemlich cool. Und jedes Volk ist halt nochmal in Loyalisten und Rebellen unterteilt. Also insgesamt 3 Völker mit je 2 Untergruppen. Und die haben dann auch teilweise verschiedene Forschungen. Also das ist die Basis, das bleibt gleich. Und das sind dann die Besonderheiten. Je Volk. Und das Spiel ist super mächtig. Ich will jetzt hier einfach mal die Vasari-Loyalisten. Und dann starten wir auch gleich ohne zu viel Laberei. Ja, und so schaut das dann hier aus. Also man hat hier sein Sonnensystem. Es gibt manchmal auch mehrere Sonnensysteme. Und das ist mein Startplanet. Erdähnlicher Planet. Das sind die besten. Ah ja, übrigens, die Webcam ist jetzt unten, weil hier links oben ist Zeugs, da rechts oben ist Zeugs, hier... Wenn ich Zeugs auswähle, ist auch Zeugs. Und links unten ist, glaube ich, einfach am besten gewesen. So, und dann schauen wir mal. Es gibt verschiedene Ressourcen, die stehen hier oben. Einmal Credits, also Geld. Dann Metall und Kristalle. Und Kristalle sind am wertvollsten, deswegen hat man da am Anfang auch am wenigsten. Und da sammelt man auch am wenigsten von für gewöhnlich. Ich werde jetzt hier logistische Strukturen. Und dann bauen wir mal einen Metallextraktor. Und so viele Kristallextraktoren, wie halt gehen. Genau. Und ja, hier seht ihr schon, das ist jetzt mein Planet. Da hinten hat es den Stern. Der heißt Draconis. Ein Drachenstern.
Nice. Ja, und hier ziert so ein Kristall-Asteroiden. Und da hinten so Metall. Metall. Und die werden jetzt gebaut. Wo ist denn mein... Da, hier. Das ist mein Bauer. Konstrukteur. Ja. Der steht jetzt hier, schießt Strahlen und durch diese Strahlen wird jetzt hier so ein Abbaugebäude, ein Extraktor gebaut. Und dann kriege ich hier Metall und Kristalle und Geld kriege ich durch Planeten, Bevölkerung hochstocken. Also das sieht man jetzt hier ganz schön. Ich kann es leider nur mit dem Finger drauf zeigen. Das ist ein bisschen blöd. Bauwerk komplett. Danke. Also man sieht da Bevölkerung 190, Steuereinkommensrate ist auch ganz gut. Bauwerk komplett. Und darunter sieht man, also jeder Planet, ich kann euch das mal zeigen, ihr seht das hier, diese Linie, ganz schwach diese Linie hier. Das ist die nicht die Atmosphäre vom Planeten, aber so das Gebiet, das dieser Planet halt beansprucht. Und innerhalb von diesem Planeten kann ich jetzt bauen, zum Beispiel logistische Strukturen, was nehmen wir denn, ein Waffenlabor, ja, das klingt doch super. Bauen wir mal ein Waffenlabor. Genau. Und ich kann jetzt... wieso leckt das jetzt hier? Das soll nicht lecken. Bauen wir jetzt nah am Planeten. Da ist es sicher. Und dann kommt hier dieser Konstrukteur und baut das dahin. Und dann können wir mal gucken. Kreuzer kann ich noch keine bauen. Sammelpunkt. Großkampfschiffe, Titan. Geht alles noch nicht. Aber Fregatten können wir bauen. Da gibt es hier diesen Besetzer. Ein Lotsen. Der ist gegen gar nichts stark. Ist aber gut als Aufklärer. Und ich glaube, da bauen wir jetzt einfach mal einen Aufklärer. Und dann bauen wir vielleicht noch... Das kostet alles Kohle hier, ne? Die später Fähigkeiten von feindlichen Hilfsschiffen unterbrechen. Das ist stark. Ja, dann bauen wir noch so ein paar Plänkler. Zwei Stück mal. Genau. Ein Beobachten. Welche Richtung? So schnell ich kann. Oh Gott, die Stimme ist ja furchtbar. Enttarne Minen. Extraktor oben erkunden. Das Schöne ist, mit Rechtsklick kann man den automatisch setzen. Das ist so ein bisschen wie bei Starcraft. Und den lassen wir jetzt einfach erkunden. Und dieser Strich hier gibt an, wo das nächste Ziel ist. Das wäre da oben eine unentdeckte Welt. Und da fliegt er jetzt hin. Fregatte bereit. So schaut das Ding aus. Der läuft jetzt. Fregatte bereit. Der geht jetzt hier an den Rand von meinem System und dann führt er einen Phasensprung durch. Und hier kann man jetzt mal den Planet ausbauen. Also zum Beispiel zivile Infrastruktur. Dann gibt es mehr Bevölkerung, mehr Wachstumsrate, sprich mehr Kohle. Das klingt super, das machen wir. Und da springt er jetzt. Also da kann man dazu gucken. Ich erwarte Befehle. Schade. Ich wollte eigentlich zugucken, wie er springt. Welche Richtung? Aber der springt jetzt hier auf diese Welt. So, und dann schauen wir mal. Aha. Nebelig. Ein Phasensturm. Kann man nicht kolonisieren. Und jetzt Piraten. Also Piraten gibt es hier auch. Und ihr seht schon. Sprungantrieb auf Maximum. Na, geh du mal besser. Ja. Niemand verbirgt sich vor mir. Lieber zurück. Also da hat es einen Gauner und einen Sensenmann. Und deswegen machen wir jetzt hier nochmal zwei Plänkler, glaube ich. Ja, die Piraten jetzt auch. Und ihr seht schon, das System, das Sonnensystem, das wird dann schon relativ groß, recht schnell. Also da gibt es dann später eine ganze Menge zu tun. So, wir haben das Waffenlabor fertig. Jetzt können wir hier mal forschen. Und dann gucken wir mal, was wir hier forschen können. Das ist der Forschungsbaum für Kampf, Verteidigung, Imperium, Manipulation, also so Diplomatie und so Zeugs, Flottenlogistik und dann gibt es auch noch Artefakte. Also das Spiel ist richtig mächtig, da gibt es eine ganze Menge. Und ich habe noch lange nicht alles gespielt, also keine Sorge, das ist ein ziemlicher Blindflug hier. Und verschiedene, man braucht dann auch mehr Waffenlabore und mehr Forschungszeugs. Jetzt gucken wir mal, was können wir hier machen. Irgendwas Plünderer. Haben wir Plünderer? Wo sind meine Werften? Hier. Stehe bereit. So, das ist jetzt hier. Plänkler sind's. Ich würde gerne meine Plänkler upgraden. Stehen die hier irgendwo drin? Plünderer. Da, Plänkler. Schneller Impulswechsel.
macht 5% mehr Schaden. Dann forschen wir das jetzt. Und dann nehmen wir jetzt hier diese Klänkler. Sofort. Die sollen sich als Gruppe bewegen. Ich pack die jetzt auf Steuerungsgruppe 1. Genau. Ich erwarte ihren Befehl. Und ich mache sie als Flotte. So, jetzt dieses Schiff ist jetzt das Flaggschiff dieser Flotte. Stehe bereit. Und die springen jetzt mal dahin. Dann schauen wir uns das mal an, wie das ausschaut, wenn die losspringen. So. Ich erwarte Befehle. Ne? Also die öffnen jetzt hier so ein Phasensprungportal. Stehe bereit. Und dann geht's ab hier. Ui. So. Jetzt springen sie. Das schaut halt richtig cool aus. So, und die springen jetzt zum nächsten System, wo ich sie gesagt habe, in diesem Nebel. Und leider kann man den nicht kolonieren. Kolonisieren. Jetzt greifen sie auch automatisch an, weil sie sehen, oh oh, das sind Feinde, das können wir nicht lassen. So, ich baue jetzt allerdings, auch wenn ich es nicht kolonisieren kann, noch so ein Kolonisierschiff. Wie heißt denn der? Besetzer. Und dann guck mal hier mal. Die Logistikkapazität erhöhen, taktische. Da warte ich jetzt noch ein bisschen. So, und jetzt wird hier fett geballert. Piu, piu, piu! So, Kampf hat begonnen. Und dieser Sensenmann, der kriegt jetzt ordentlich aufs Maul. Also, das ist halt die spannendste Schlacht, aber ich finde es eigentlich ganz nett. Man kann halt richtig gut reinzoomen. Sieht die Schiffe. Und das Interessante ist, der hat jetzt nur eine Hülle und Antimaterie. Antimaterie ist sowas wie die Energie für Spezial Fähigkeiten. Und meine Fregatten hier, Plänkler, die haben halt Schilde und Hülle. Und beides ist regenerierbar, Schilde halt schneller als Hülle. Von dem her, ja, gucken wir mal. So, hier hat es einen vulkanischen Planet. Ja, ist nicht ganz so super. Und hier schon viel, viel mehr Piraten. Also das einzunehmen wird schon schwierig. Ich kann das hier draufklicken. Den Besetzer schicken mal rüber. Den packe ich jetzt auf 2. Dann gucken wir mal, ob wir hier noch einen schönen Planeten finden. Kolonialisierbaren Planeten gefunden. Nur ein Asteroiden. Okay. Ich erwarte Befehl. Jetzt gucken wir mal, wie hier die Schlacht läuft. Ich will nämlich keine Schiffe verlieren. Feuer freigegeben. Aber das sieht eigentlich ganz gut aus hier. Also die Plänkler, die plänkeln hier so vor sich hin und schießen den jetzt zu Matsch. Er ist halt nicht so stark. Der hat nur Kanonenschaden von 7 und das war's. Ich erwarte und meiner haben halt Impulskanonenschaden von 13. Ich habe halt 4 Stück davon. Das ist halt schon besser. Gut, die Schilde sind jetzt aufgebraucht von denen. Das heißt, er nimmt das Höhlenschaden. Aber das geht schon. So, und Hülle wird auch repariert. Die Crewmitglieder da drin, die reparieren jetzt die Hülle. Während der Schlacht, das ist natürlich super. Die machen das echt Bombe. So, und jetzt gucken wir mal. Kann ich irgendwie... Nee, kann ich nicht kolonisieren. Gute Idee. Schade. Ich weiß nicht, wie ich den Kristall-Extraktor hier... Rückbau, Bau. Haben einen kolonialisierbaren Planeten. Wo sind meine Kundschafter? Das sind die Konstrukteure. Jetzt schauen wir mal, ob der das kann. Extraktor erobern. So, dann schicken wir den jetzt mal hier hin. Weil ich möchte mal wissen, ob der die Dinger hier einnehmen kann. Und hier hat es einen Wüstenplanet. Okay. Auch nicht so schlecht. Ich glaube, ich baue noch mal ein paar Schiffe hier. Ein paar Plänkler. Und dann forschen wir noch mal was. Was forschen wir denn? Vostra. Vielleicht auch einfach nur mehr Hülle und Hüllenreparatur. Das klingt doch auch nicht schlecht. Und ich glaube, ich baue dann noch logistisch ein Imperiallabor. Dann können wir auch mal ein bisschen nicht böses Zeugs forschen, also nicht so anderes Zeugs. Und dann bauen wir noch so einen Raketenwerfer als Verteidigungsding. Regatte bereit. Hierhin und vielleicht noch einen hierhin. Ja. So.
Die Werften setzen wir jetzt den Sammelpunkt mal dahin. Ich erwarte ihren Befehl. Stehe bereit. So, hier jetzt nochmal ein Wüstenplanet. Aber auch viele Gegner. Was hat's denn hier? Wie viele Gegner hat's hier? Oh, das sind viele Fregatten. Da muss ich aufpassen. Und ich finde das Sonnensystem ist schon nicht so vorteilhaft für mich, weil es halt. Also, dass es hier keine Verbindung von meinem Planeten zu diesen gibt, ist schon schade. Aber jetzt gucken wir erstmal, wie das hier ausschaut. Hier wird noch geforscht, das passt. Ah ja, genau. Haha, die Piraten gibt es noch. Also hier gibt es den Schwarzmarkt. Da kann man dann handeln. Irgendwie Metall für Geld, Credits und umgekehrt. Aber die Piraten, die greifen auch an. Manchmal. Also hier gibt es so einen Timer und dann schicken die Flotten los, um dich anzugreifen. Und um das zu verhindern, kann man hier Kopfgeld auf andere aussetzen. Das werde ich nachher auch machen. Wahrscheinlich auf die da. So. Und jetzt sind die gesetzt. Jetzt greifen die Piraten da an. Und da gibt es manchmal richtige Kriege. Welcher Pirat jetzt wen angreift. So, das kostet hier Antimaterie, das Ding. Ihre Geheimnisse werden nicht geheim bleiben. Ah, wie viel? 60. Haben wir nicht, müssen wir warten. Ich glaube, die resettet sich nach jedem Sprung auch immer. Also das dauert jetzt hier ein bisschen. Ich baue jetzt hier nochmal ein paar Schiffe. Und vielleicht habe ich Geld für eine große Werft. Ah, keine Plätze mehr verfügbar. Dann brauche ich hier Logistikkapazität, muss ich erhöhen. Die geht dann auf 24 hoch. Das ist ganz in Ordnung. So, und dann können wir auch hier mal forschen, ob man nicht zum Beispiel was haben... Selbstzerstörungszeit. Oh nö, das klingt ja ganz doof. Aha. Phasenmeisterung. Ah, mehr maximale Bevölkerung. Das ist doch gar nicht schlecht. Manipulation, Kopfgeld. Oh, was gibt's noch? Da gibt's halt so viel. Ich habe keine Ahnung. Ich hätte halt gern irgendwas, was mir mehr Geld bringt. Rohstoffveredelung, das klingt doch gut. Genau. Zerstörung von Rohstoffen wurde verbessert. Exzeptoren, eine Steigerung. Aber ich brauche 2 Imperiallabore. Dann bauen wir jetzt hier noch ein zweites Imperiallabor. Ich hätte sehr gern die große Werft. Nicht genügend Kristalle. Doch, jetzt habe ich genug Kristalle. Entwicklung abgeschlossen. Und die bauen wir dann dahin. Ich erwarte Befehle. So. Stehe bereit. Und dann schicken wir jetzt Stehe die Flotte bereit. Auch mit da. Oh, oh, der Rote ist schon da. Auch ein Lotsen. Der lotst hier auch. Oh, der kommt aber nah. Was will der denn hier? Stehe bereit. Der muss aufpassen, dass er nicht abgeschossen wird hier. Von meiner kleinen Flotte, die ich da habe. Aber der haut schon ab, das ist schon in Ordnung. Und tatsächlich. Der Extraktor gehört mir. Dann machen wir noch den anderen. Das Schöne ist, das sind halt beides Kristallextraktoren. Und Kristalle sind wertvoll. Die sind super wertvoll. So, der springt auch. Das ist die gleiche Rasse wie ich. Vielleicht ist er Rebellen. Das weiß ich jetzt nicht. Da kann man mal im Diplomatiebildschirm nachgucken. Beziehung ist miserabel. Die Neigung ist negativ. Naja. Sehe ich jetzt nicht. Aber okay, ist nicht so wichtig. Genau. Die wieder als Flotte zusammenbringen. Ah, Flottenbindung. Die lassen wir mal auf Standard. Und sobald wir das hier auch eingenommen haben, den Kristallextraktor. So, jetzt geht's los mit den Piraten. So, noch greifen sie hier an, aber das kann jederzeit sich ändern. Jederzeit, da muss man so aufpassen. Bis halt der Angriff losgeschickt wurde. Kann es passieren? Komm schon, komm schon, komm schon. Ne? Die sollen nämlich da angreifen und nicht mich. Aber bisher sieht's gut aus. Komm schon. Das Kopfgeld auf ein Empire wurde erhöht. Aha. So, und die betteln sich jetzt. Der will nicht, dass er gesucht wird, also gibt er Kopfgeld auf den Gegner. Zum Glück nicht auf mich. Ja. Und gut, damit bin ich jetzt, glaube ich, erstmal sicher. Und dann nehmen wir jetzt die Flotte
und holen uns einen Zwergplanet, der ist okay, aber ein Wüstenplanet, der... Oh, aber der ist groß, gut besetzt. Dann greifen wir jetzt da an, holen wir uns zuerst diesen Planeten. Und jetzt einen Sucher. Ich muss halt aufpassen, weil dieser Plasmasturm ist nicht kolonisierbar. Das heißt, die Extraktoren können mir jederzeit weggenommen werden, wenn es blöd läuft. Da muss ich echt gut aufpassen. So, jetzt können wir hier schön die Rohstoffe veredeln. Oh. Habt ihr das auch manchmal, dass das Ohr so ganz blöd juckt? Die Piraten haben ihre Basis verlassen. Oh oh. Und wen greifen sie an? Hallo, hallo, Piraten. Okay, den da. Sieht man jetzt hier in diesem Schwert. Gut. Ich glaube, die große Werft ist fertig. Oh yeah. So schaut sie aus. Große Werft. Und jetzt können wir hier Großkampfschiffe bauen, wenn die Flottenkapazität groß genug wäre. Ah, dann guck mal doch mal. Flottenkapazität. Wenn ich jetzt die erhöhe, dann mit zunehmender Flottenkapazität, das ist wie bei Warcraft 3, dann plötzlich muss man zahlen, aber mei, hilft nichts. Also dann geht halt prozentual Einkommen verloren. So ist das Spiel auch ein bisschen gebalanced, glaube ich. So, die müssten jetzt angreifen. Da ist gerade was weggesprungen, habe ich gerade noch gesehen. Ah ja, was hat's hier? Ein Sucher. Ja, der haut ab. Den braucht er nicht verfolgen. Da greift er lieber die beiden Fregatten an. Leichte und Bomberfregatte. Senden sie uns? Gute Idee, wie sie befehlen. Der soll so ein bisschen durch die Gegend fliegen. Und der kann wieder auf Suche gehen. Ich glaube, ich hole mir noch einen zweiten Aufklärer-Lotse. Das ist nicht schlecht. Und Großkampfschiffe. Jetzt, haha. Jetzt geht's los. Jetzt haben wir hier ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten und ich kenne kein einziges davon. Also gucken wir mal ganz cool, ganz kurz, was hier geht. Das erste scheint kostenlos zu sein. Das ist super. Ich gucke meistens immer bloß, was die so können. Ein Kriegsschiff, welches mit Hilfe von Naniten eine kleine Flotte generiert und kommandiert. Oh, das ist cool. Ein heftig gepanzertes und bewaffnetes Kriegsschiff. Darauf stehe ich ja. Nanotechnologie, Fähigkeiten und kraftliche Rühmen kann. Aha. Also hier ist so ein Spezialschiff. Oh, ein Träger, aha. Ein Evakuierer, kolonisieren und so. Naja, Phasenverschiebung, Schwerkraftverzerrung. Moderater Feuerkraft, um feindliche Stellungen zu stören. Kräftiges Kriegsschiff, gut ausgestattet für Angriff und Belagerung. Forschung abgeschlossen. Oh ja. Aber ich glaube, eins der beiden wird's. Entweder der Vernichter oder das Kampfschiff. Der hat Angriffsschwarm, Zusammenbau, Hilfsschwarm. Ah, okay, das ist das mit den Naniten. Überladung, Waffenblockade, zerstörerische Schläge, Explosivnaniten. Ich hol mir mal das Ding, ich glaube, das klingt richtig geil. Stehe bereit. So, und dann müsste ja jetzt hier der Planet Ihr Plan? Endlich koloniert ich werden. Ich erwarte Befehle. So, dann kolonisieren wir den mal. Und da anzugreifen ist noch riskant, der ist richtig groß. Welche Richtung? So, den Lotsen schick mal los. Da hat's auch nochmal einen Nebel. Den können wir uns holen. Holen Sie jetzt hier den Nebel. Und holen uns diese beiden Asteroiden. Das ist nämlich gar nicht schlecht. Und wir können wieder forschen. Ganz wichtig. Ah, was gibt's denn hier? Reparaturbucht? Befestigungsexperten. Kostenverringerung, Bauzeitverringerung. Das Schöne ist, manchmal kann man ein Ding zweimal erforschen. Also zum Beispiel hier die Rohstoffveredelung. Die kann man nochmal erforschen. Und dann hat es die höchste Stufe. So, der Planet gehört jetzt mir. Das ist doch nice. Und das Erste, was ich mache, ist den ausbauen mit der Zivilstruktur. Weil am Anfang, wenn man einen Planeten hat, dann hat der ein negatives Steuereinkommen. Wir werden uns wieder erheben. Großkampfschiff, Vernichter. Die Zeit verrinnt. Unsere Schiffe haben den Phasenraum verlassen. Oh ja. Verschwenden Sie nicht meine Zeit. So, das Schiff schicken wir mit. Das gucken wir uns jetzt auch mal an, wie das ausschaut. Das will ich jetzt sehen. Ich habe jetzt gebaut. Das ist mein erstes Großkampfschiff. So, schaut euch das mal an. Kundschafter haben einen kolonialisierbaren Planeten gefunden. Schaut doch gar nicht so schlecht aus. Hat hinten zwei Antriebe. Fette Panzerung seitlich. Die Zeit verrinnt. Cool, cool, cool. Ich glaube, da vorne hat's Waffen. So, und hier jetzt Fähigkeiten. So, und Sprung. Komm schon. Los geht's.
Und dann gucken wir mal. Ah, ich kann für Geld die nächste Stufe erwerben, aber das braucht's jetzt nicht. Überladung. Hohen Anstieg bei Feuerkraft und Schildgeneration. Waffen deaktiviert. Auf allen umliegenden feindlichen Kampffliegern werden die Waffen für eine kurze Zeit deaktiviert. Diese können nicht angreifen. Wenn die Projektile am Ziel einschlagen, erhöht sich deren Aufladezeit. Und die Antimaterie reduziert sich. Das ist nicht schlecht, aber ich glaube, ich nehme erstmal Überladung. So. Wohl kaum eine Herausforderung. Okay. Lassen Sie mich untersuchen. So, der holt sich jetzt den Extraktor. Stehe bereit. Und die Flotte greift an. Wo ist denn das Kampfschiff eigentlich? Irgendwo hat es doch. Forschung abgeschlossen. So, da ist das Kampfschiff. Entwicklung abgeschlossen. Absolut. Nee, ihr sollt schon angreifen. Und dann Flotte. Absolut. Okay. Nein, jetzt sollst du angreifen, Mann. Niemand wird verschont. Meine Stärke ist die ihre. So, wenn die alle da sind, dann mache ich das mit der Flotte nochmal neu. So, Kristall-Dingsbums gehört mir. Stehe bereit. Lotse. Verschwenden Sie nicht meine Zeit. Ich erwarte Ihren Befehl. Wo ist denn der Lotse? Zeig den Weg. Der kann dann auch wieder springen. So schnell, aber erst geht er dahin. So, hier wird jetzt gekämpft. Das Schlachtschiff kommt rüber. Und bei dem Planeten können wir jetzt anfangen, die Extraktoren zu bauen. Der hat leider bloß zwei und auch nur Metallextraktoren. Aber das ist jetzt nicht so schlimm. Unsere unterstützende Flotte ist in die Schlacht eingetreten. Jetzt sind wir da. Jetzt schauen wir mal, was das Schlachtschiff kann. Verschwenden Sie nicht meine Zeit. Ich will aber wirklich, dass wir das Flotte haben. So, jetzt ist das Schlachtschiff das Flaggschiff. Das ist natürlich super. Und gucken wir mal. Ich hoffe auch, dass mein Kommentieren jetzt okay ist. Ich rede halt jetzt wirklich teilweise ein bisschen arg viel. Ich habe so geplant, die erste Folge mal eine Stunde gehen zu lassen. Dann könnt ihr euch nämlich wirklich ein recht gutes Bild machen. Für mich ist es da auch nicht zu viel Aufwand, das einfach mal anzuspielen. Ich glaube, ich mache das mit der Bevölkerung. Das kostet nämlich nicht so viel. Oh ja. Und mehr Bevölkerung bedeutet mehr Geld. Und da ich jetzt schon zwei Planeten habe, geht es richtig gut vorwärts. Ja, schaut's mal, der hat ja keine Chance, die Piraten hier. Verschwenden Sie nicht meine Zeit. Ich will aber sehen. Oh, der hat ja richtige Torpedos hier. Jetzt zeigt's mal her hier, wie das ausschaut. Das Zoom muss ich noch lernen hier. Ah, das war die Überladung, glaube ich. Boah, der macht Schaden hier. Bom, 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 bom. Das Ding explodiert gleich. Botschafter haben einen kolonialisierbaren Planeten gefunden. Wunderschön. Meine Stärke ist die ihre. Oh yeah. So. Der hat mehrere Angriffsteile. Der hat Schwingungsschaden, Impulsstrahlenschaden und Phasenraketenschaden. Wow. Also richtig gutes Schlachtschiff. Jetzt schauen wir mal, ob wir uns Hetzen den Planeten hier anholen können. Verschwenden Sie nicht meine Zeit. Meine Stärke ist die ihre. Nee. Wo ist denn der Besetzer? Der Plan? Die Zeit verrinnt. Genau, weil ich will jetzt noch einen Planeten haben. Und man muss halt expandieren, ne? Wie bei StarCraft. Man muss expandieren. Oder bei jedem anderen Strategiespiel. So, ich glaube, ich baue dann ein bisschen. Was bauen wir denn? Nee, nicht zum Hauptplaneten machen. Logistikkapazität, aber das brauche ich jetzt noch nicht unbedingt. Forschung. Optimierte Verwertung. Kundschafter haben einen kolonialisierbaren Planeten gefunden. Irgendwo. Ah, oh, ich habe einen Gegner gefunden. Hier ist ein Hauptplanet von einem Gegner. Okay. Oh, da ist ein erdähnlicher Planet. Ne, ein Eisplanet. Ah, okay. Aber Eisplaneten sind auch sehr gut, soweit ich weiß. Also die Planeten haben schon unterschiedliche Charakteristika. Hier Zwergplanet, Wüstenplanet. Da gibt es halt manche, da kann man sehr viel... Also die sind wie der erdähnliche Planet. Da kann man sehr viel Infrastruktur aufbauen. Die machen halt richtig viel Kohle. Dann gibt es welche, die haben sehr viele Asteroiden in ihrer Umlaufbahn. Ich glaube, das sind die vulkanischen. Dann gibt es so Wüstenplaneten, die sind so zwischendrin, zwischen Wüste und Eis und so. Also ganz, ganz verschieden. Das ist echt nice. Unsere
Schiffe haben den Phasenraum verlassen. So, ich kann leider nichts mehr bauen. Keine logistischen Plätze mehr verfügbar. Das ist natürlich schade, dass jetzt schon Schluss ist. Ich baue noch mal ein paar Fregatten. Und auf dem anderen Planeten, glaube ich, baue ich jetzt ein paar Labore. Nochmal ein Waffenlabor. Nochmal logistische Kapazität. Wie viel kostet denn so ein Labor an Kapazität? 4. Ja gut, das ist teuer. Hilft nichts. So, Werften brauchen wir jetzt hier erstmal nicht. Was gibt's noch so? Materieprozessor. Veredelt. Raffinerien. Ja, richtig. Handelsposten, Medienzentrum. Das ist alles wichtig. Das brauche ich später alles noch. Meine Stärke ist. Also auch hier mit diesem. Das kann ich vielleicht noch erzählen, mit diesem Medienzentrum. Ihr seht jetzt hier leider keine blaue Linie, aber. Wenn ihr hier guckt, es gibt Loyalität. Das steht unter dem Zwergplaneten, über der strukturellen Integrität, rechts unten. Und die ist bloß bei 80%. Und die Loyalität ist wichtig fürs, ich glaube, fürs Bevölkerungswachstum. Aber auch für insgesamt, dass der Planet mir loyal bleibt. Man kann nämlich, ohne Krieg zu führen, auch Planeten vom Gegner wegnehmen. Hier gibt es bald schon wieder einen Piratenangriff. Indem man die Loyalität eines Planeten auf Null bringt. Und um das zu verhindern oder voranzutreiben, kann man diese Medienzentren bauen. Die machen nämlich den eigenen Einfluss, verteilen die, also verbreiten die, und schwächen den Einfluss anderer Kulturen ab. Da geht es um die Kultur. Und das ist eigentlich ziemlich nice. Ich tue, was ich tun muss. So, jetzt springen wir mal rüber. Und ich würde gerne noch ein Großkampfschiff bauen, aber die Begrenzung ist zu hoch. Ich müsste also hier die Begrenzung kaufen. Das machen wir jetzt auch einfach. Weil dann kaufen wir uns, sobald wir das Geld haben, ich verkaufe ein bisschen Kristall, dann kaufen wir uns noch ein Kampfschiff mit diesen Schwärmen, mit diesen Nanitenschwärmen. Verschwenden Sie nicht meine Zeit! So, hier wird gleich wieder gesprungen. Und wichtig ist halt immer hier, dass ich als Gruppe mache. Sonst springen die einzeln. Und wenn man in Feindgebiet springt, ist das super gefährlich. Das darf nicht passieren. Und ihr seht schon, der Planet ist halt wirklich klein. Aber hier hat sich schon ein bisschen was etabliert. Hier wird ein bisschen rumgehandelt. So, das ist ganz nice. Kundschafter haben einen kolonialisierbaren Planeten. Das Erforschen von Planeten ist halt teuer. Man kann allerdings Artefakte finden. Und die sind sehr mächtig. Also da gibt's dann manche Artefakte, keine Ahnung, Angriffsschaden aller Schiffe wird um 10% erhöht oder so. Und das ist halt richtig mächtig, so Zeug. Ich erwarte Ihren Befehl. So, die springen jetzt hier hin. Müssten jeden Moment eintreffen. Die Zeit verrinnt. So, sind angekommen. Forschung abgeschlossen. Und ich möchte mal die Überladung. Das macht er jetzt hier automatisch. Das ist auch in Ordnung. So. Ja. Verschwenden Sie nicht meine Zeit. Das Schiff stirbt halt schon fast von alleine. Und ihr könnt schon sehen, die Piraten greifen immer die Besetzer an. Gute Idee. Und den schicke ich jetzt auch nochmal nach Hause. Berichtet, dass ein Piratenüberfall bevorsteht. Oh oh, aber nicht auf mich, das ist gut. Kundschafter haben einen kolonialisierbaren Planeten gefunden. So, und die kämpfen jetzt hier. So, das Schiff müsste explodieren, sehr schön. Mein Schiff springt jetzt nochmal weg. Nur damit es sicher ist. Und ich glaube, die Raketenfregatten töte ich zuerst. Und die Bomberfregatten, die sind auch ganz gefährlich. So, alle nacheinander töten. Und da halt dann auch immer aufpassen, wer gerade angegriffen wird. Das sieht man hier sehr gut in der Übersicht, welche rot sind. Und ich will ja niemanden verlieren. Piraten sind keine Gefahr für den Streitkräfte. Protokolle der Naniten wurden synchronisiert. Oh oh. Reaktoren sind bereit. Oh geil. So, was haben wir hier? Dem gebe ich jetzt mal ein Upgrade. Und jetzt gucken wir mal. Kampfschwarm erzeugt einen kampfigen Nanitenschwarm, bewaffnet mit einem einfachen Pulsstrahl, Hülle, Panzerung und Waffenschaden, steigt mit dem Level. Erzeugt einen unterstützenden Nanitenstrahl, Reparaturstrahl, okay. Und Anti-Strukturstrahl. Ich nehme mal das Ding hier. Gegen Schiffe. Das ist super. Reaktoren sind so, dann schicken wir die mit. Dem stimmen wir zu.
Zeit zum Aufbau. Ist der Besetzer schon wieder zurück? Oh ja, sieht so aus. Aber der Kampf sieht bisher ganz okay aus. Allerdings... Oh, der Besetzer, der stirbt bald. Er ist halt böse. Wohl kaum eine Herausforderung. Ah, ich will den doch töten. Herausforderung. Aber er ist so schnell. Der Kleine gehört mir. So. Unsere Schiffe haben den Phasenraum verlassen. Gut, sobald der erst kolonisiert ist, springen wir wieder weg. Ich hoffe mal, der überlebt es. Weil der ist schon sehr angeknackst hier. Und der nimmt gut Schaden. Und wahrscheinlich überlebt er das nimmer. Zeit zum Aufbruch. Der hat das ja gar nicht besetzt. Oh, komm schon. Ich mach mal einen neuen Besetzer, weil der stirbt mir jetzt mit Sicherheit weg. Was für ein Mist. Okay, Besetzer hier. Und noch habe ich ganz gut Geld. Ich verkaufe noch ein bisschen Kristall. Forschen muss ich ja auch wieder. Mann. Protektor-Prototyp. Leichte Fregatten, Anti-Jäger. Oh, Anti-Jäger ist wichtig. Obwohl, warte mal. Aggressor-Modell. Langstreckentorpedos, das klingt super. Und dann machen wir noch die Phasenminimalisierung. Oh, das ist stark. Direkt auf den Rumpf einschlagen, das gefällt mir. Ah, der Besetzer kommt vielleicht sogar nochmal weg. Dann brauche ich den zweiten gar nicht. Na gut. Zu spät. Macht aber nichts. Den schicken wir jetzt auch dahin. Und gut ist. Wohin entsenden Sie uns? Ihr Plan? Schicken wir sie beide nach da. So. Die Zeit verrinnt. Meine Stärke. Ah ja, der hat ein Upgrade bekommen. Sehr schön. Cool. Dann machen wir jetzt vielleicht noch Waffenblockade. Ist auch nicht schlecht. Ja, der schießt da ziemlich gut mit seinen Strahlen. Kaputt. So. Diese kleinen Fregatten können keine Level dazu bekommen. Nur die Großkampfschiffe. Glaube ich. Also zumindest hier diese Mini-Dinger. Sind das Fregatten? Nee, Fregatten war das andere. Doch, nee, Kreuzer können glaube ich auch leveln. Kreuzer sind auch nicht schlecht. So, jetzt schauen wir uns mal das Sonnensystem an. Guckt's mal, was sich hier alles getan hat. Also das ist schon richtig groß. Und hier jetzt eine Piratenbasis und die ist halt. Die ist halt super groß. Die haben Werften, Plattformen und. Die zu töten ist halt schwierig. Und bringt auch nicht viel. Da kriegst halt dann zwei Asteroiden oder so und das war's dann. Lassen Sie mich untersuchen! So, der kann auch untersuchen. Das gehört noch mir, das gehört noch mir. Im Übrigen wollte ich mal gucken, ob ich. Haha! Und orbitale Veredelung. Jupp, das ist wichtig. Und dann noch die künstliche Langlebigkeit. Macht. Bevölkerungswachstum steigt. Oh, das nicht ist gut. Genügend Credits. Dann kriege ich nämlich schneller mehr Geld. Das machen wir jetzt auch mal hoch. So, und wohin dann senden Sie uns? Bitte diesen Planeten. Verschwenden Sie nicht meine Zeit. Holen. Dann gehen wir darüber. Die Asteroiden. Die kolonisieren wir dann auch. Wo ist denn der zweite Kolonisierer? Bereit loszulegen. Der gute geht dahin. Idee. Verschwenden Sie nicht meine Zeit! So. Als Gruppe, hetzen Flotte. Sie mich nicht. Wohl da. Kaum eine Herausforderung. Ja, das sieht doch bisher gar nicht so schlecht aus. Die Beute ist vollständig aufgebraucht. Kein Kopfgeld mehr. Übrigens, ich habe hier einen Adventskalender und heute ist der 17. Ja, 17. genau. Das heißt, ich darf dieses Türchen hier öffnen. Da unten, 17. Das mache ich jetzt auch. Gefunden. So. Und was war drin? Eine Trompete, ein Horn. Schaut so aus. Forschung abgeschlossen. Schocki am Morgen. Geiler Scheiß. Nein, ist nie zu alt für Adventskalender. Lasst euch das bloß nicht einreden. Niemals. Adventskalender sind awesome. Geil. Was sollen wir bauen? Habe ich von meiner Mutter geschenkt Stromsequenz bekommen. Begonnen. Könnt ihr mal sehen. Es tut mir jetzt leid für alle, die keinen Adventskalender haben. Müsst ihr ja, jetzt noch einen nachträglich kaufen. Ich meine, 1 bis
17 habt ihr schon verpasst? Ja, ist doof. Es tut mir jetzt echt leid. Wohin entsenden Sie uns? Wenn ich euch jetzt damit angeteasert habe, ihr habt keinen Adventskalender, das ist... Meine Stärke. Aber für nächstes Jahr, euer Vater oder eure Mutter soll euch einen Adventskalender schenken. Unbedingt. Verschwenden das, Sie nicht das, meine Zeit. Das braucht's einfach. Die Zeit verrinnt. Gute Idee. Kann ja nicht ohne Adventskalender Weihnachten feiern. Ich meine, wenn ihr jetzt nicht Weihnachten feiert, oder aus welchen Gründen auch immer, dann ist das was anderes. Dann kriegt ihr aber auch keinen Adventskalender, dann dürft ihr euch auch nicht hier aufregen. Ne? Unsere Flotte hat den Feind angegriffen. So, jetzt haben wir hier den Aggressor und da bauen wir jetzt auch mal zwei Stück, vier Stück. Ja. Das ist nämlich gar nicht schlecht. Und den Planeten würde ich jetzt gerne mal einnehmen. Was macht denn hier der Typ? Wohin entsenden Sie uns? Komm schon, kolonisiere mir diesen Planeten. Wo ist es? Ah, der kann das nicht! Rakete feuerbereit! Natürlich kann der das nicht. Ich bin ja so blöd im Kopf. Weil ich muss erst vulkanische Besetzung erforschen, dass ich vulkanische Planeten besetzen kann. Haha, das ist das Ding. Da kann ich lang warten. Und für Eis gibt's das halt auch, ne? Arktisch. Wüstenplaneten sind kein Problem, aber vulkanische, die sind so ein bisschen speziell. So, jetzt muss ich mal hier warten. Salz im Aufbruch. Macht der das jetzt? Ich habe mich schon gewundert. So. Ah, ich forsche ja noch zu viel anderen Kram. Ah, das wird noch dauern, bis der Planet fertig ist. Die Zeit verrinnt. Das wird noch dauern. Aber hier ein Asteroiden, das schafft's ja doch, oder? Salz im Aufbruch. Na, noch nicht. Verschwenden Sie nicht meine Zeit. Dann holen wir uns diesen Wüstenplanet. In Position. So. Verschwenden Sie nicht meine Zeit. Wohl kaum eine Herausforderung. Schaut doch bisher ganz gut aus, die machen nix. Das Lustige ist, also wenn ihr das Spiel sehen wollt und ihr seht schon, es wird so eine Partie dauert sehr lange, also kann ich da sehr lange dran spielen. Aber wenn ihr das sehen wollt, das später, wenn ich zum Beispiel dann Teamkämpfe mache oder gegen mehrere Gegner dann oder gegen schwierigere KIs, die fangen dann an hier Aufträge zu verteilen, mach dies, mach das, mach jenes, Piraten, dann greifen sie da an, dann dort an, dann... Das wird noch richtig kompliziert und richtig nice. Also es kann es werden. Ich hab schon mal eine Partie gespielt, die ging auch relativ lang, aber es war richtig nett. Also... Sprungsequenz begonnen! So, Kriegsführung, was können wir denn hier noch so machen? Korvette! Ein schnelles Angriffsschiff. Höhenregeneration verlangsamen. Große Fregatten. Planetenangriffswaffenstrahl. Oder den Titanen. Haha. Hier. Gewährt Zugriff auf die Titanengießerei und erlaubt den Baubeginn am Vorastra Titan. Ein massives Kriegsschiff von immenser Stärke. Planetare Laser. Wow. Bombenschaden aller Schiffe gegen Planeten, okay. Ja, das machen wir. Reaktoren sind bereit. Nice. Die Stimme ist so furchtbar. Was sollen wir bauen? Ah, haha. Angriffsschwarm. So. Nach jedem Sprung, glaube ich, ist die Antimaterie erstmal auf 0. Ja. Genau. Ist halt so. Ich hab doch, wo ist denn das andere Kriegsschiff? Ich hatte doch zwei. Reaktoren sind bereit. Meine Stärke ist die Ihre. Genau. Ah ja, ich habe das Schiff noch gar nicht begutachtet. Guckt euch das Schiff mal an. Das schaut doch richtig geil aus. Und der hat Impulskanonen und Phasenraketen. Also vom Schaden her, wenn wir das vergleichen, ist er nicht so stark. Ne? 21, 17, 42, boom. Aber der macht halt auch gut Schaden durch diese Nanitenteile. Und... Nanitenkampfschwarm. Hier ist er. Cool. Ja, der feuert auch. Und der hat so kleinen Impulsschaden. Kampfschwarm besitzt grundlegende Angriffsfähigkeiten. Teil eines Nanitenschwarms. Ich erwarte Ihren Befehl. Und der greift an. Oh, da hat es einen schweren Kreuzer. Geben Sie mir ein Ziel. Der muss weg.
Der ist wichtig. Der muss weg, weil der macht großen Schaden. So, ich glaube, irgendwo gab es ein Level ab. Ah, der kann jetzt auch Kampfflieger. Schaut euch das mal an. Ich mache jetzt hier mal ein Jagdgeschwader rein. Der kann auch Kampfflieger aufnehmen. Okay, das ist natürlich nicht schlecht. So, ein Plänkler stirbt mir jetzt. Das kann ich nicht verhindern. Man kann halt nicht immer ohne Verluste kämpfen. Ne? Aber der schwere Kreuzer, der explodiert jetzt. Kaputt. So, hier gab es wieder ein Level-Up. Da machen wir jetzt noch zerstörerische Schläge. Ist auch nicht schlecht. Ist eine passive, gut. So, können wir den Planeten jetzt bitte endlich erobern? Gibt's doch nicht. Künstliche Langlebigkeit. Also das mit dem Forschen dauert schon lang. Ah, da ist es doch schon. Wieso ist er da noch nicht Mehr Forschung ist nötig. Vulkanische Besetzung. Ich dachte, das hätte ich schon. Jetzt kommt's erst. Also wie gesagt, dauert wirklich lang. Aber wir haben den Asteroiden. Den können wir auch hoch machen, weil ich will nicht dauernd im Minus sein mit, den Steuern. Und dann bauen wir jetzt hier die Extraktoren und einen Materieprozessor. Das ist so gesagt wie so eine Raffinerie. Und was die macht ist, ich krieg mehr Kohle. Also mehr, nicht Kohle, sondern mehr Ressourcen, also mehr Metall und Kristall. Und das Schöne ist, die versorgt auch angrenzendes Zeugs. Ich werde jetzt hier eine kleine Werft abreißen. So. Reaktoren sind bereit. Okay. Wohin entsenden Sie uns? Was sollen wir bauen? Reaktoren sind bereit. Flotte. Und in der Flotte fehlt mir jetzt ein Plänkler. Das heißt, wir bauen jetzt hier einen Plänkler. Oh oh, da ist ein Gegner. Oh oh, oh oh, oh oh. Aber nur ein Aufklärer, glaube ich. Sucher, ja, okay. Bauwerk komplett. Ich baue jetzt hier noch einen Plänkler. Und vielleicht. Die Titangießerei kommt noch bald, ne? Ist schon. Wieso kann ich die dann nicht bauen? Wir benötigen eine Titanenwerft. Also die muss ich auch erst bauen. Und die ist teuer, oder? Wo ist denn die? Titanengießerei, kein Geld. So, bauen wir jetzt aber. Schaut mal, wie groß die ist. Fast so groß wie der Planet. Ach du Heilige. Na gut, die bauen wir jetzt dahin. Forschung abgeschlossen. Das war sicher lustig. So, und jetzt. Ja, jetzt gehört uns der Planet. Credits. Und wir haben keine Kohle mehr. Nicht genügend Credits. Unterentwicklungssteuerung. Oh Gott. Ja, Piraten greifen an, aber nicht mich. Was ich noch sagen wollte, mit den Materieprozessoren, der ist noch nicht fertig. Ist der hier schon fertig? Weil ich wollte euch das auch zeigen. Fast. Okay. Der macht nämlich auch angrenzende Planeten, bedient der. Das heißt, wenn man jetzt hier zum Beispiel drüber geht, seht ihr hier Raffinerienquote 1 von 3. Das heißt, auf diesem Metallextraktor können, sind immer drei, soweit ich weiß, können drei Raffinerien arbeiten, aber ich brauche nicht drei alle in diesem Gebiet, sondern es reicht, wenn ich auf dem Planeten eine hätte, auf dem Planeten und auf dem Planeten. Weil die auch angrenzende Systeme versorgen. Das heißt, sobald ich hier eine Raffinerie baue, geht jetzt nicht, weil kein Kohle da ist, aber sobald ich das hier machen würde, würde auch hier das Ding hochsteigen. Die Piraten haben ihre Basis verlassen. Übrigens, ich kann eigentlich mal gucken. Sobald das Ding hier fertiggestellt ist, zeige ich euch das. Weil auf dem Planeten habe ich keine Metall, also Raffinerien, aber hier eine und hier eine und dann werden die hier trotzdem mit 2 von 3 bedient. Das ist dann ziemlich bereit, loszulegen. So. Da müssen wir wieder kämpfen. Da hat es das Jagdgeschwader. Da hat es einen Kolonisierer. Ich kann hier kolonisieren, den Wüstenplanet. Das müsste ja gehen. Und den Plänkler holen wir uns rüber. So, jetzt schauen wir uns mal die Titanenwerft an. Ah, so schaut die aus. Ich finde die ziemlich cool. So sieht man sie fast gar nicht. Forschung abgeschlossen.
Also der Titan wird sauteuer, aber lohnt sich. Titan, das ist wie so ein... Das ist wie das Protoss-Mutterschiff, nur in gut. Wirklich ein gut. Also das ist richtig stark. Bauwerk komplett. So, ich bin immer noch im Minus von den Steuern. Unsere Schiffe haben den Phasenraum deswegen entwickeln wir den Planeten jetzt weiter. Ihr Plan? So, und Bauwerk der Planet gehört auch mir. Ein bisschen Kristalle verkaufen, damit wir den hier upgraden können. Und da seht ihr schon, der Wüstenplanet, da passen mehr zivile Infrastrukturen drauf als auf dem Planeten. Also hier ist bei 2 schon Schluss, sobald dieser weiße Rahmen drumherum ist, ist Ende. Aber beim Wüstenplanet geht mehr und beim Erdplaneten geht halt noch viel mehr. Aber ich glaube, dafür gibt es Unterschiede mit der Taktik. Also ich glaube, hier gehen mehr taktische Teile auf dem, als auf dem Wüstenplaneten. Also das hat alles so seine Vor- und Nachteile, welche Planeten man hat. Allerdings muss man eh die Planeten nehmen, die man in unmittelbarer Umgebung hat. Also es macht keinen Sinn, dass ich mir jetzt diesen Planet hole und den da zum Beispiel und dann den da hinten oder was, weil da kommt wieder das mit der Loyalität zu tragen. Und das zeige ich euch vielleicht noch mit der Loyalität an Medienzentrum. Das machen wir jetzt noch. So, und hier seht ihr jetzt, dass ihr nichts seht. Doch, 2 von 3. Obwohl ich hier noch nichts gebaut habe. Von diesen... Nicht genügend Credits. Von diesen Materieprozessoren. Ja, und genau so ist es. Und trotzdem... Und die arbeiten dann auch mehr. Also der macht jetzt hier 0,39 pro Sekunde. Und der hier macht nur 0,55. Na gut, der ist halt... Warum macht der mehr? Das ist seltsam. Vielleicht liegt es am Planeten? Ich weiß es nicht. 0,74. Oh, der ist aber sehr gut dabei. Ah, nee, guckt mal, hier passen 4 Raffinerien rein. Planetenentwicklung abgeschlossen. Ah, ja. Also, das wundert mich jetzt so ein bisschen, dass der hier so schlecht ist, in Anführungszeichen. Kann aber vielleicht auch mit der Bevölkerung zusammenhängen. Das müssen wir mal beobachten, das weiß ich jetzt nicht genau. Großschifffabrik benötigt. Ja, ja. Will ich jetzt gar nicht. So, ich baue jetzt hier ein Medienzentrum. Obwohl, ich muss aufpassen, weil alles kostet Logistikplätze. Und hier habe ich nur 8. Ist ja gar nichts. Naja gut, ich baue jetzt trotzdem mal eins. Und zeige ich euch das so ein bisschen. So, hier können wir jetzt... Nicht genügend Credits. Oh, komm schon. So, die Dinger bauen. Wundert mich jetzt, dass hier wirklich bloß 0,39 ist. Oh, beißende Atmosphäre. Der hat so ein Spezialzeugs. Maximale Bevölkerung 15. Also das ist wohl negativ. Und Entwicklungskosten 20%. Wahrscheinlich höher. Das ist nicht gut. Also der ist nicht so da toll. Wie viel macht denn der hier? Oh, werde ich angegriffen? Nee, nur ein Lotse. Da muss ich halt auch aufpassen, weil ich halt hier nichts defensiv stehen habe. Also ich könnt mal sagen, okay, ich baue jetzt hier 2 Raketenwerfer. Ist nichts Starkes, aber Basisverteidigung. Der macht 0,44. Also wundert mich, dass der das so gut macht, aber... Jetzt schauen wir mal, ich kann leider... Ich würde echt gern... Oh. Nein, falsch umverkauft. Aber ich möchte noch so einen Materieprozessor bauen. Kristalle. Weil das scheint sich hier richtig zu lohnen. Nicht genügend Kristalle. Ja, jetzt aber schon. So. Was sollen wir bauen? Das sehen wir gleich. Da geht nichts. Geld habe ich jetzt ein bisschen. Die hat auch nichts Besonderes. So, und der hat jetzt 0... Oh, der hat 0. Warum 0? 0? Ah, der ist noch am Bau. 0,44 pro Sekunde. Also es geht schon. Ich möchte halt hier wirklich die zivile Infrastruktur hochbringen, weil der macht nicht so viel Steuereinkommen. 1,1 ist okay, ja, geht so, aber... Da fällt mir ein, ich sehe noch nicht das ganze Sonnensystem. Deswegen bauen wir jetzt hier nochmal 2 Lotsen. Ich will ja sehen, weil hier gibt es noch lauter Planeten, die ich noch nicht gesehen habe. Da ist das Sonnensystem zu Ende. Bauwerk komplett. Da auch, aber die paar Planeten, die möchte ich mir noch anschauen. Weil wenn du einen erdähnlichen Planeten findest,
Das ist dann richtig gut. Komplett. So. Ihr Plan? Beim Beobachten. Lassen Sie mich untersuchen. Die ja, Beute du hast vollständig aufgebraucht. So, Piraten sind schon wieder fertig. Bisher haben sie mich noch nicht angegriffen. Und jetzt schauen wir uns mal den Titan an, was der kostet. Bauwerk komplett. Ach du Heilige, da muss ich lang sparen. Es lohnt sich zwar, aber da muss ich lang sparen. Ich glaube, den hole ich mir jetzt noch nicht. Der ist noch ein bisschen arg teuer. So. Die Strukturen sind alle fertig. Hier fehlt's noch. Dann sind wir fertig. Und ja. Bauwerk komplett. Also die Loyalität ist für die Bevölkerung wichtig. Ich weiß jetzt nicht, ob für die maximale Bevölkerung oder nur die Bevölkerungszuwachs. Hier, jetzt seht ihr das. Kulturelle Ausdehnung. Und das sind diese blauen Linien, die sich jetzt hier ver... So. Die gehen jetzt hier hin zu diesem Asteroiden. Da ist halt Loyalität 70, ne? Hat keine Kultur, gibt's nicht. Und jedes Volk hat seine eigene Kultur, ist ja klar. Und die wird jetzt durch dieses Medienzentrum verteilt. Ich mache jetzt hier mal noch ein bisschen schneller. Ich will eigentlich nicht zu häufig zu schnell machen, weil das ist halt komplett blöd. So, und jetzt sehen wir gleich, was hier passiert. Das Ding ist da. Bumm. Und jetzt müsste sich hier... So, die Loyalität steigt jetzt. 71%. Und die nimmt jetzt langsam zu. 72%. Und ich weiß nicht genau, was das für die Bevölkerung tut. Leider. Da muss ich mal gucken. Also die maximale Bevölkerung wird dadurch nicht verbessert. Aber ich glaube, vielleicht Steuer ein bisschen und Bevölkerung. Bevölkerungszuwachs meine ich. So in die Richtung. Muss man mal gucken. So, Materieprozessor bauen wir jetzt hier auch noch einen hin. Und Medienzentrum. Na, der hat 80%, das reicht schon. So, der steigt jetzt auch. Ist doch gar nicht so schlecht. So, und hier bauen wir auch noch einen Materieprozessor hin. Und ich würde dann sagen, jetzt habt ihr so einen generell groben Einblick bekommen. Welche Richtung? Niemand verbirgt sich vor wie das Spiel mir aussieht, was da so passiert, was man machen muss. Und ja, wenn ihr den Titan sehen wollt, dann werdet ihr wohl sagen müssen, du Alex, spiel das Spiel bitte weiter. Denn ich mache jetzt hier eine Pause. Ich nenne das jetzt einfach mal Let's Play. Und dann sehen wir schon. Also. Erstmal bin ich hier fertig. Wie sieht's mit der Flotte aus? Ah, war ich ganz gut dabei. Großkampfschiffe auch, Strukturen auch, passt. So, also hier bin ich jetzt erstmal fertig. Bedanke mich fürs Zusehen. Sagt mir unbedingt Bescheid, ob ihr da Lust habt. Mir macht das Spiel ziemlich viel Spaß. Es ist mächtig, komplex. Vor allem, wenn wir dann irgendwann mal sagen, hier mit mehreren Gegnern, Teamkämpfe, Diplomatie, verschiedene Siegoptionen, verschiedene Rassen und. Also da gibt's ganz viel. Und mir macht Spaß, es ist halt relativ gechillt, aber nicht einfach, definitiv nicht einfach. Ist halt mal was anderes, es geht so ein bisschen in die Richtung Anno, würde ich sagen, so ganz ein bisschen. Wenn ich gucke, so Let's Plays Anno ist auch immer recht gechillt, muss halt da aufbauen. Man ist viel am Bauen und Entwickeln und am Forschen und am Strukturieren und so, aber es macht mir macht Spaß. Also, wie gesagt, ich bin fertig für heute, vielen Dank fürs Zuschauen, ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag, macht's gut, bis dann, ciao! Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut.